Glück auf, Freunde, willkommen zurück zu Fallout 4, wo es langsam dunkel wird. Aus diesem Grunde, das wollte ich gar nicht. Aus diesem Grunde werden wir uns jetzt in unser Haus begeben. Können wir uns ein bisschen niedersetzen. Wo können wir denn am besten rasten? Vielleicht hier in dem Sessel? Und warten. 11 Stunden genügen. So, schönen guten Morgen, Olomanzio, aber Frühstück. Was ist mit meinen ganzen Schusswaffen los? Wieso darf ich die nicht benutzen? Habe ich die Pistole aus Versehen auch meinem Köterchen gegeben? Na, dann machen wir das erstmal auf die Faust. Das hier machen wir auf die 3. Das auf die 2 und die doppelläufige zur Sicherheit mal mit auf die 4. So, da haben wir jetzt nämlich erstmal das Jagdgewehr hier ausgerüstet quasi. Quasimodo. Mr. Hund, folge mir! Aufgepasst. Komm schon. Kommt, Diego, wir gehen. Was labert ihr? Achso, ich hatte ja das Radio mal angemacht. Verstehe. Gut, dann suchen wir jetzt mal diese andere Siedlung und werden die sowas von befreien. Falls es überhaupt darum geht, irgendwelche Raider zu beseitigen. Ich habe schon wieder vergessen, was mit der Siedlung los ist. Auf jeden Fall haben die um Hilfe gerufen und hoffen, dass es die Minutemen noch gibt. Die wir ja anscheinend gerade wieder aufbauen. So eine Art Miliz, würde ich mal sagen. Aber es ist halt doch ein bisschen weiterer Weg. Deshalb weiß man nicht, was uns unterwegs so erwarten könnte. Wir sollten jedenfalls vorsichtig sein. Diego rennt rum. So ein bisschen unaufgeräumt hier alles, ne, mein Freund? Los geht's. Ich muss nur mal schnell gucken, weil mir das gerade einfällt in den Einstellungen in der Steuerung. Aha. Ich brauche nämlich dieses genau das hier. Ach, mit Q aktiviert man das. Gut zu wissen. Falls mal ein heftiger Kampf kommt, kann man das gut gebrauchen. Zum Beispiel, wenn man wieder plötzlich so eine scheiß Todeskralle meint, auftauchen zu müssen. Also, so ein Mistvieh brauche ich nicht nochmal vor der Tür. Bin ich ganz ehrlich, das sah heftig aus. Wir haben es zwar durch die Powerrüstung ganz gut geschafft, aber trotzdem. Da ist irgendeine Satellitenschüssel uns eingezeichnet. Wollen wir da mal hingehen? Vielleicht kann man die ja gebrauchen. Ach, da hinten ist sie ja schon. Oh, was haben wir denn hier allgemein alles? Dickicht-Ausgrabungen entdeckt. Und was wird hier ausgebuddelt? Unten läuft wer. Ui. Erstmal umgucken, wo ich hier überhaupt gelandet bin. Also da hinten rannte auf jeden Fall irgendein Typ rum, aber bei dem Typ ist es anscheinend auch geblieben. Oh, verseuchtes Wasser immer schön rein ins radioaktive Sümpfle. Die Radioaktivität, die verursacht halt auch immer, dass man weniger Treffpunkte hat. Man sieht es ja unten an der Leiste schön, dieser leicht rosane Balken. Das ist die Radioaktivität, das ist die Gesundheit, die wir aktuell nicht benutzen können. Das heißt, je mehr man verseucht ist, desto schwerer wird es hier zu überleben. Also auf die Radioaktivität muss man immer schön Acht geben, Leute. Sonst gibt es aufs den Hintern. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, nach was ich überhaupt suche. Aktuell erstmal nach dem Weg zu dem komischen Typen, in der Hoffnung, dass das kein Feind ist, sonst muss ich ihn umlegen.
Aber der scheint mich nicht angreifen zu wollen. Bleib weg, wenn du nicht mit anpacken willst. Willst du dir was verdienen? Ich könnte Hilfe brauchen, wenn du mit dem Glotzen fertig bist. Hilfe? Bei was genau? Ich versuche, die alte Wasserpumpe zu reparieren. Dann müsste es reichlich Schrott geben, wenn ich alles trockenlegen kann. Aha. Ich könnte vielleicht helfen. Für ein paar extra Kronkorken? Du versuchst es einfach, oder? 50 Kronkorken. Nimm sie oder lass es. Gut. Wobei brauchst du denn Hilfe? Ach, die Pumpe ist nicht im besten Zustand. Müsste aber starten. Durch einige Lecks wird hier alles überflutet. Kannst du es reparieren? Die Lecks sind unter Wasser. Halt nach Blasenausschau, um sie zu finden. Radioaktivität, ich komme. Also ein Leck habe ich da hinten schon mal gesehen. Ach, was soll's, wer will schon ewig leben? Ja gut, das hat definitiv wunderbar funktioniert. Ah! So, jetzt aber erstmal schnell hier raus, Mensch! Und direkt wieder rein, weil ich das nächste gefunden habe. Und da hinten haben wir noch was. Jetzt aber schnell, meine Radioaktivität ist gleich so dermaßen voll. Nicht, dass ich tot umkipp hier noch. Königreich für den Ausgang und zwar schnell. Da. Ho. Hi. Lass mich halt raus jetzt. So, darf ich endlich? Danke. Oh, meine Radioaktivität zieht zu euch rein. Da muss ich direkt mal was gegen nehmen. Kleidung, Hilfsmittel. Hat das geholfen? Naja, ziemlich. Oh, ich bin so dermaßen infiziert mit dem Mist. Ach, ich hätte vielleicht sowas nehmen sollen mit der Strahlenwiderstehung. Kann das? Was ist das? Giftwiderstehen, Schadensresistenz, okay. Ich hatte doch irgendwo meine Steaks gemacht. Also ein bisschen Cheese kann man doch auch mal essen. Blutpaket rein. Das sieht doch schon gut aus. Da habe ich schon mal ein bisschen mehr Lebensenergie. Das war's. Hör genau hin. Warte mal, hast du das gehört? Holla die Waldfee! Zeit mal was auszuprobieren. Gut, und wie mache ich das jetzt? Auswählen, annehmen. Zonk. Zonk. Entschuldigung, Hund. Mein Hund ist in Schwierigkeiten. Ich bin in Schwierigkeiten. Okay. Da müssen wir mit der großen Bumme ran, würde ich sagen. Du Heilige! Oh yeah! Nein!
Ich habe gar nicht mehr auf meine Lebensenergie geachtet. Was ein fieses Kawimp. Wo müssen wir jetzt wieder anfangen, ist die Frage. Hier gibt es doch bestimmt auch so ein bisschen Autospeicherei, hoffe ich mal. Weil ich weiß sonst nicht, wo wir jetzt rauskommen, Freunde. Und fantastisch. Das ist ja herzallerliebst. Das ist bestens gelaufen, würde ich behaupten. Und ich stelle nach wie vor fest, dass ich meine Waffen nicht habe. Da gehen wir jetzt erstmal unseren Hund abholen. Oder haben wir mit dem überhaupt schon drüber gesprochen? Wo sind denn die alle? Hallo? Ja doch, mit denen haben wir schon gesprochen. Ich habe schon wieder das Falsche gedrückt, weil ich das so gut kann. Diego! Hey. Ich bräuchte mal meine Knarre, die 10mm Pistole, eine zumindest. So, ich danke dir. Hey. So, komm mit, Freund. Jetzt schauen wir nochmal ins Inventar, in die Waffen rein. Du bist auf der 2, gut. Dann... die Minigun, die packen wir mal auf die 4 drauf. Obwohl, die Molotovs, die können wir ja ausrüsten, wie sie sind. Ich weiß, wie ich die werf. Der Schlagstock, wie macht denn der Schaden? 16, die Machete macht mehr, deshalb nehmen wir die Machete jetzt auf die 1. Und die Doppelläufige machen wir einfach mal auf die 3. So. Die Pistole hätte ich gern. Und jetzt auf geht's. Zurück zum radioaktiven See. Wird sich aber jemand freuen, wenn ich vorbeikomme. Na, wer wird denn so außer Atem sein, hör mal. Ach, ist das eine schöne Natur hier, hä? Ein bisschen kaputt, ich geb's zu, aber sonst... sonst ist die doch ja nicht mal so schlecht. Verdammtes komisches Krabbenzeug, die haben mir richtig Angst gemacht, was war das? Ach, nur ein umgestürzter Balken, das sah aus, als wäre hier ein riesiges Scharfschützengewehr angelehnt. Das wäre ja cool gewesen. Aber, naja gut, man kann nicht immer alles haben. Diego, ich hoffe, du bist an meiner Seite. Bist du nicht? Wozu auch? Na gut. Ey, geh mal aus dem Weg hier, du Stück Fahrzeug. Und da sind wir doch auch schon wieder am See. Und diesmal wissen wir ja auch, was wir tun sollen. Also sollte das alles eigentlich ein Kinderspiel werden. Dickicht-Ausgrabungen. Im Dippicht wird gegraben. Nach fetten, feisten Raben. Was gibt's denn noch Schönes hier? Massenhaft Wohnwagen. Gibt's ja auch Dinge, die man gebrauchen kann. Was haben wir hier? Tabu-Tattoo. Ausgezeichnet. Du hast eine neue Gesichtstätowierung freigeschaltet. Ja. Na gut. Schauen wir mal, was wir hier noch so finden. Was gibt's denn zum Beispiel noch in dem Wagen? Nichts. Dann probieren wir es noch da oben, bevor wir mit unserem Kumpel reden. Was gibt's denn hier zum Beispiel? Zuckerbomben. Haha. Wie schön. Kann man ja alles mal mitnehmen, man weiß ja nie, was man braucht. Schmutziges Wasser. Na, wenn es schmutzig ist, brauche ich es auch nicht. Werkzeugkoffer. Wieso ist denn hier alles abgeschlossen? So. Ja. Patronen. 10 mm. Das andere Zeug lasse ich mal liegen. Ich kann mich sonst bald nicht mehr bewegen. Was haben wir denn hier? Willkommen bei Termling von Robco. Ba-ba-ba-ba-ba. Band abspielen.
Naja gut, das interessiert mich jetzt alles eigentlich weniger, muss ich zugeben. Ich will mich lieber darum kümmern, dass wir das Ding fertig kriegen. Hallo. Bleib weg, wenn du nicht mit anpacken willst. Aber vielleicht will ich das ja. Willst du dir was verdienen? Ich könnte Hilfe brauchen, wenn du mit dem Glotzen fertig bist. Ich könnte vielleicht helfen. Für ein paar extra Kronkorken? Du versuchst es einfach, oder? 50 Schade. Kronkorken. Nimm sie oder lass es. Gut, ich helfe. Wobei brauchst du denn Hilfe? Ach, die Pumpen. Die Lecks sind unter Wasser. So, dann kümmern wir uns mal drum. Und ab dafür. Und da bin ich noch glatt wo hingetaucht, wo ich gar nicht hintauchen wollte. Von wo? Ah, von hier. Und da hinten noch. Jetzt aber nichts wie raus. Ich habe schon wieder vergessen, dieses radioaktive Zeug zu nehmen. Ich bin ein Lappen. Merke ich gerade. Also sowas Bescheuertes. Nee, nee, nee. Hilfsmittel. Ich müsste mal ein bisschen Radioaktivität loswerden, mein Freund. So. Na, da ist doch auch alles weg. Sehr gut. Jetzt zücke ich schon mal die Minigun. Die werden wir gleich brauchen. Hm. Was, wenn ich den Fluss hierher umleite? Ja. Das war's. Hör genau hin. Warte mal. Hast du das gehört? Legen wir los. Wirtschaft. Dieses Mal. Wie, es müsste doch noch eins sein irgendwo. Ah! Gott, sieh dir nur mal das ganze Blut an. Aber wir haben es erledigt. Diesmal richtig. So, wie sieht's jetzt aus mit den Kronkorken? Es muss doch eine Möglichkeit. Da ist es. Meyerlurks. Ist wohl keine Überraschung, dass sie jetzt wild geworden sind. Naja, ich muss an dem Ding noch weiter basteln. Dürfte aber jetzt nicht mehr allzu schwierig sein. Danke fürs Anpacken. Hier, nimm das, bevor du gehst. 50 Kronkorken. Ja, und hier dürfen wir jetzt wohl nicht plündern, wenn ich das richtig verstehe. Das ist natürlich schade. Und wir haben einen Level-Up. Das ist natürlich nicht schade, sondern wundertoll. Was gibt's denn? Schatzsuche. Du weißt, wie man die verborgenen Reichtümer des Ödlands kommt und findest mehr Kronkorken in Behältern. Langfinger, Eisenfaust, Härte. Du erhältst sofort 10 Schadensresistenz. Das klingt natürlich auch gut. Es gibt so viel, was ich lernen muss. Was? Legen wir los. Also mein gutes Karma zahlt sich aus. Meine Frage ist eher, wo ist Diego hin? Eigentlich hatten wir dem ja gesagt, der soll uns folgen, aber der ist irgendwie total weg. Ich reiß mal zurück nach Sanctuary. Vielleicht finden wir den Hund ja da, weil ich hätte den schon gerne mit. Der ist eigentlich ganz nützlich. Der findet immer mal ein paar gute Kronkorken und Schatzsachen. Wir bräuchten halt auch wirklich langsam mal ein paar Händler. Mein Inventar ist brechend voll. Da ist er ja. Hallöchen. Und was sagst du? Sturges. Bist du bereit für etwas Arbeit? Ich liebe Arbeit. Könnte ich mir den ganzen Tag ansehen. Für den Anfang hätten wir mal wieder echte Betten gebrauchen. Wir schlafen schon viel zu lange auf dem Boden. Ja, gut. Und? Klar. Ich helfe gern. Okay, abgemacht. Sorg nur dafür, dass wir zum Schlafen ein Dach über dem Kopf haben. Ein paar der alten Häuser sehen noch solide aus. Eins davon sollte gehen.
Da drüben ist eine Werkbank, die du benutzen kannst. Sag einfach Bescheid, wenn du was brauchst. Eine Werkbank. Gut. Siedler brauchen Nahrung, Wasser, ein Bett und Schutz. Verbessere die Moral, indem du die grundlegenden Bedürfnisse befriedigst. Gut, und das mache ich jetzt wie? Okay. Und wieso darf ich das nicht bauen? Hey Mama, wie geht's dir so? Sehr gut. Es ist schön, sich niederzulassen, wenn man so lang unterwegs war. Ach ja? Warst du auf der Flucht, als du jünger warst? Ja, man muss fliehen, wenn ein Kopfgeld auf einen ausgesetzt ist. Ich raff gerade nicht, was ich machen soll. Ich komme mit dem Menü voll nicht klar. Wir sind nachtragend. Ja, das ist ein guter Rat. Klingt nach einem ziemlichen Abenteuer. Möbel, Betten. Das war's. Irgendwann erzähle ich dir mal alles. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das nicht bauen kann. Benötigt. Was benötigt denn das? Aha! Okay, kleinen Moment. Lass mich mal gucken, wohin wir das bauen. Jetzt raff ich langsam, wie es funktionieren soll. So, bauen wir mal in einem anderen Haus noch ein Bett rein. Was gibt's noch für Häuser? Hier drüben ist doch noch ein schönes. Da können wir doch auch noch ein Bett reinsetzen. Baue geschützte Schlafplätze für die Siedler. 40%. Wo bin ich? Wo ist mein Haus? Wo sind wir alle? Ich bin verwirrt. Ach, das war, glaube ich, mein Haus, wo ich gerade das Bett reingesetzt habe. Ja, dann. Ne, das ist mir ein bisschen zu eng. Bauen wir es halt hier mit rein. So. Hier drüben haben wir doch auch noch ein Hausle. Hallo Hausle. So, und hier der Raum ist leer. Da können wir doch eigentlich noch ein Bett reinstellen. Jetzt raff ich, wie es funktioniert. Nee, du, hier ist was los. Wie komme ich jetzt zurück zu unserem Freund? Ist mir eigentlich gerade auch egal. Ich würde nämlich sagen, wir machen für heute einfach erstmal Schluss und beim nächsten Mal weiter. Danke soweit fürs Zuschauen. Tschüssi.